What's poppin', Boys and Girls, ich begrüße euch zu meinem heutigen Video, welches ein kleines Experiment mit meinem Freund wird, das sich um das Thema Liebe dreht. Und es geht um Folgendes. Vor 20 Jahren feierte der US-amerikanische Psychologe Dr. Arthur Aaron seinen großen Moment. Er hatte den Prozess des Verliebens entschlüsselt. Seine These war, wildfremde Menschen sollen sich ineinander verlieben können, indem sie sich nur 36 Fragen stellen. Meine Freundin Nisi hatte mir von diesen 36 Fragen erzählt und ich war sofort Feuer und Flamme und wollte sie direkt mit meinem Freund ausprobieren, obwohl wir uns ja schon mehrere Jahre kennen. Aber vor ein paar Wochen entdeckte ich dann, dass es diese Fragen auch für Paare gibt. Ziel dieser Fragen, neue Seiten aneinander entdecken und sich neu verlieben. Hey ho, let's go! Du sollst aufstehen! Wir fangen jetzt an! Okay, ich habe meine Wärmflasche, wir haben das Buch, wir haben das Essen. Ist es jetzt unromantischer, wenn ich mir eine Jogginghose anziehe? König der Löwen. Deswegen willst du immer König der Löwen gucken? Ja, das war mein Lieblingsfilm. Ich glaube, der Glöckner von Notre Dame. Ich finde es schön, dass du mit mir sprichst mit einem Kommiliton. Wenn wir im Lotto gewinnen würden, hättest du überhaupt gar keine Macht über dieses Geld. Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal, glaube ich, ein richtig geiles Haus an irgendeiner richtig geilen Stelle, Ort dieser Welt, an irgendeinem richtig geilen Ort dieser Welt kaufen. Weißt Wenn ich wo? Mir nicht sogar meine eigene Insel kaufen würde. Weißt du, warum ich keine eigene Insel haben wollen würde? Dann bin ich da ja alleine, oder? Ja, voll geil. Vielleicht würde ich den Rest meines Lebens da verbringen und eigentlich mag ich Menschen ja. Naja, aber dafür kaufst du ja ein Boot und einen Helikopter von den anderen. Also ich würde jetzt nicht so anfangen, so mit 5 Autos und sowas, sondern ich würde mir von jeder Sache, die ich schon immer mal haben wollte, so eine Sache kaufen. Aber dann halt so das Beste. Aber die Insel hat doch garantiert schon 5 Millionen gekostet. Ich glaube, ich würde mir so insgesamt weniger Dinge kaufen, als dass ich machen würde. Und dann würde ich mir wahrscheinlich auch mein eigenes Flugzeug kaufen. Also ich würde es auf jeden Fall so machen, dass ich so 1 Million oder 2 gewinnbringend anlegen würde. So, dass ich mich den Rest meines Lebens nicht mehr darum kümmern musste, was ist morgen. Ja, was würdest du mit 5 Millionen machen? Ich würde 3 Millionen anlegen. Okay, 3 Millionen sind weg, weil man darf nicht vergessen, man denkt immer so, man würde voll minimalistisch leben, für immer. Aber wenn du erstmal so viel Geld hast und du legst nur 1 Million zurück, wer weiß, was passiert? Ich wäre so ein Mensch und nach 2 Monaten würde ich denken, scheiße, wo sind die 5 Millionen? So, dann bleiben aber ja noch 2 Millionen über. Von 1 Million würde ich mir Land kaufen und von der anderen Million. Also das wäre so für das Leben, so Absicherung, weißt du, auf jeden Fall Altersvorsorge für meine Eltern. Sushi essen, Drogen kaufen. Immer wenn ich Angst habe ich abends im Bett gelegen. Das eine ist auf jeden Fall, dass ich immer Angst hatte, dass Monster durch die Tür kommen. Die zweite Sache war, dass ich total Angst vorm Schlafen hatte, weil die Vorstellung für mich total furchtbar war, da zu liegen wie tot. Ja, am ersten Tag fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, bevor ich als Kind Angst hatte. Was heißt nicht so viel, mir fällt eigentlich nichts ein, außer der Tod. Wir würden auf jeden Fall am Strand wohnen. Oder in Strandnähe. Also so maximal 3 Minuten. Gut, dass wir uns da schon mal einig sind. Ich würde aufstehen um 6. Aber nicht, weil ich um 6 aufstehen muss, sondern weil ich um 6 total wach bin. Ich würde, glaube ich, erst gegen 10 aufstehen. Dann würde ich ganz kurz ins Meer gehen, und dann würde ich duschen und dann würde ich Frühstück machen. Also ich würde es auch selber machen. Du würdest selber Frühstück machen? Ja, also ich habe so eine offene Küche, haben wir. Ja. Und dann würden wir auf der Terrasse frühstücken. In 2 sehr bequemen Stühlen, die ich perfekt gekauft habe. Weil die Form des Stuhles ist mir sehr wichtig, dass sie muss perfekt sein. Und dann arbeiten wir. Ja, aber nicht an irgendwas, also perfekten Tag zu arbeiten? Nein, wir arbeiten nicht an etwas, wo wir keine Lust zu haben, sondern irgendwas, was wir ganz aufregend finden. Und dann gehen wir Mittagessen. Und dann nachmittags setzen wir uns auf unseren Roller und fahren irgendwo hin, auf einen Markt oder wir gucken uns etwas an. Und dann abends ist bei uns auf der Terrasse, also auf der Strandterrasse, kommen dann Freunde vorbei und wir grillen zusammen. Und da ist auch irgendwer mit Gitarre, der aber nicht die ganze Zeit spielt und singt, wie man das richtig nervig findet, weil immer jemand ist, wegen dem man sich nicht unterhalten kann. Und nur, wenn du das auch willst. Genau. Dann gucken wir eine Folge Netflix und dann gehen wir schlafen, aber
wir können so die Terrassentür auflassen und so die Sterne sehen und dabei einschlafen, weißt du? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal natürlich eine Person, mit der ich einfach gerne befreundet wäre oder so. Mhm. Dann würde ich mir so jemanden wie Emma Stone aussuchen. Theoretisch, wenn ich so sehe, ich habe dieses eine Essen und ich soll davon was Cooles mitnehmen, würde ich vielleicht irgend so einen Guru nehmen. Habe ich auch gerade dran gedacht. Wo man so richtig viel mitnehmen kann, weißt du? Mhm. Wenn es so eine Person wäre, mit der man einfach gerne befreundet wäre oder so, wäre es auf jeden Fall Ozzy Osbourne. Und ansonsten wäre es, glaube ich, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Dada Gunamuktananda. Spinner, ne? Oder Sadhguru. Ja. Oder sogar neuerdings Eckhart Tolle. Drei. Jetzt wird's interessant. Drei Dinge. Wir haben auf jeden Fall gemeinsam ein ziemlich ähnliches Weltanschauungsbild. Wir sind beide relativ leicht für etwas zu begeistern, was aber auch auf der anderen Seite bei beiden relativ schnell wieder abflachen kann. Und das schöne Aussehen haben wir beide gemacht. Also ich glaube, dass wir beide sehr harmoniesüchtig sind. Mhm. Ich glaube, dass meine Harmonie schneller ins Wanken gerät als deine. Sagen wir jetzt mal, unsere Harmonieschwelle, meine ist hier unten und deine ist hier oben. Ist aber trotzdem ab dem Zeitpunkt, wo sie unterschritten wird, reagieren wir relativ gleich. Ich glaube, dass wir beide sehr sensibel sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir beide sehr viel Nähe brauchen, obwohl wir sie nur von einer, maximal zwei Personen, also dass es uns sehr schwer fällt, Nähe zu anderen Menschen aufzubauen, aber wir ganz, ganz dringend eigentlich Nähe brauchen. Oh ja. Weißt du? Okay, also ich mag an dir, dass du komplett wertfrei bist. Alles, was in der Gesellschaft so polarisiert wird, du bist allem gegenüber komplett wertfrei und tolerant und du akzeptierst, dass es das alles gibt. Ich mag, dass du ein sehr selbstreflektierter Mensch bist. Ich mag, dass du ein sehr liebebedürftiger Mensch bist. Also ich mag das, dass du das einfach offen zeigen kannst. Ich mag, dass du so empathisch bist. Ich mag, dass du so ein optimistischer Mensch bist. Du gehst von vornherein immer davon aus, dass alles klappt. Also egal, was wir tun. Ich mag, dass du sensibel bist. Ich mag, dass du begeisterungsfähig, / kindlich bist. Also ich mag es, dass du dich so sehr für deinen Bart interessieren kannst. Keine Ahnung, du kannst dich voll in was verlieren. Wenn du sagst, ich möchte jetzt aussehen wie ein weiser alter Mann, dann würdest du dir vielleicht auch den Bart weiß färben und würdest dir einen Wrack aus dem 18. Jahrhundert kaufen. Ich mag, dass wir, also nicht, dass wir immer einer Meinung sind, aber dass wir zum Beispiel, wenn wir jemanden Neues kennenlernen, wir beide, mag ich es, dass wir am Ende, wenn diese Person hier weg ist und wir über diese Person sprechen, da immer relativ einer Meinung sind. Also ich mag es, dass du nicht diese innere Unruhe hast, die Menschen dazu bringt, dass sie denken, dass es mehr geben könnte und dabei nicht sehen, dass das, was sie haben, in Ordnung ist, gut ist, fabelhaft ist, was auch immer es gerade ist, weißt du? Also ich habe nie in deiner Gegenwart Angst, gegen etwas ausgetauscht zu werden, was anders ist als ich. Auch wenn es vielleicht nicht besser ist, aber es ist nicht das, was ich bin. Du hast keine Konkurrenz. Bei mir. Ich mag, dass du so gerade raus bist. Und ab jetzt kannst du rausschneiden. Ich mag dieses, was du letztens gesagt hast, dass du bist wie mein Vater. Ich mag das. Ich mag das tatsächlich. Ich mag, dass du, wenn du schlechte Laune hast, dann bist du so. Und wenn du keine schlechte Laune hast, dann bist du halt so. Und das erleichtert mir einiges. Das war eine coole Frage. Das war wirklich eine coole Frage. Ne? Bist du bereit? Ich bin bereit. Meine Xbox? Ich habe Dinge, an denen mein Herz hängt, aber nicht so doll. Ich würde wahrscheinlich mein Handy mitnehmen, einfach nur aus dem Grund, weil ich immer ans Hier und Jetzt denke und in dem Moment, wo ich vor der Tür bin, Menschen anrufen kann oder auf Instagram sein kann, bis die Feuerwehr da ist. Ich würde mir ganz viele Millionen Euro wünschen. Dann würde ich mir wünschen, dass die Empathie steigen würde auf dieser Welt. Oh nein, ich will nicht nur vernünftig sein. Ich wünsche mir, dass es ein bisschen Zauber, ein bisschen Magie gibt.
Vielleicht wünsche ich mir ein paar Vampire oder ein paar Elfen und Gnome, sowas, dass die Welt ein bisschen magischer wäre. Das würde ich mir wünschen. Okay. Ich würde mir auch erstmal 1000 Billionen Euro wünschen. Dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass kein Mensch auf dieser Welt mehr Hunger leiden müsste. Also, dass kein Mensch mehr auf dieser Welt verhungern müsste. Ich glaube, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch sich auf dieser Welt einen Herzenswunsch erfüllen könnte. Oh, das ist ein schöner Wunsch. Außer natürlich, dann ist das. Deine Wünsche sind viel besser als meine. Dann ist da so ein kleiner Adolf Hitler dabei, der sich dann wünscht, dass keine Juden mehr existieren. Nur Menschen mit gutem Gedanken, gut und einer guten Absicht. Menschen mit einer guten Absicht. Du bist ganz schön machtgierig, was dieses Buch angeht. Wie fand ich das Experiment? Ich fand es sehr cool, muss ich sagen. Also ich muss dazu sagen, da waren halt Fragen dabei, über die wir uns halt einfach schon unterhalten haben im Laufe dieser 6 Jahre, die wir zusammen sind. Viele von den Themen, die in dem Buch besprochen werden sollten, kannten wir schon oder haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, viele Antworten von ihm wusste ich und er von mir, aber einfach, weil wir auch so zwei Menschen sind, die sich manchmal einfach darüber unterhalten, wie, welche Superkraft würdest du dir aussuchen, wenn du könntest, oder hast du schon deine letzten Worte, bevor du stirbst, fest eingebrannt in deinem Kopf? Nichtsdestotrotz waren da einige Fragen dabei, die mir ziemlich gut gefallen haben. Auch wenn ich die teilweise schon vielleicht die Antwort wusste, war es trotzdem bei manchen Fragen zum Beispiel schön, das jetzt einfach nochmal zu hören. So wie zum Beispiel die Charaktereigenschaften. Das hat man so einzeln schon mal als Kompliment von dem anderen oder in irgendeiner Situation schon mal gehört. Aber das jetzt so in dieser Situation so nochmal, das sind so jetzt die 5, die dir einfallen über mich. Und das ist auch irgendwie, ist auch immer so schön zu hören, was der andere über einen denkt. Dann weiß man auch, was er für ein Bild oder sie für ein Bild von sich, von einem hat. Auf der einen Seite hat man nette Sachen gesagt bekommen, die man vielleicht auch sonst zwischendurch hört, aber das war so sehr intim in dem Moment, weil es halt basierend auf dieser Frage war. Und es war aber auch schön, Sachen zu sagen. Also wirklich die Chance zu haben, mal wirklich geballt nette Sachen zu sagen. Weil sonst sagt man ja nicht immer alles auf einmal, sondern nur mal so eine Sache, was auch cool ist. Aber irgendwie war das dann schon cool, dass man dann so die Chance hatte, dass beide Seiten so, ja, nochmal das Nette so zusammen sagen. Wisst ihr? Es ist irgendwie was Schönes, weil, naja, es freut mich zu hören, was Jaco an mir gut findet. Dass sie die Sachen an mir gut findet, die ich vielleicht gar nicht selber manchmal, oder die ich selber mein Leben lang vielleicht nicht immer so super an mir fand. So. Ja, es waren aber auch Fragen dabei, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich mich richtig gut gefühlt habe. Also zum Beispiel bei der Frage über den perfekten Tag. Da habe ich so richtig gemerkt, was ich mir wünsche. Irgendwie war das so, als würden wir, für mich so, als würden wir in diesem Moment so manifestieren, was passieren wird. Also ich will nicht sagen, dass man sich jetzt so besser kennengelernt hat. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen schwer nach 6 Jahren und nach den Sachen, die wir schon erlebt haben. Aber das ist schwer zu sagen. Es gibt einem ein neues Bewusstsein für den Gegenüber, ein neues, ja, ich will nicht sagen ein neues Verliebtsein, weil ich bin immer noch in Jaco verliebt. Ja, es führt schon zu so einer gewissen Stufe von Intimität. Ein schönes, warmes Gefühl von innen. Und das kommt nicht vom Wein. Ich glaube, dass jedes Pärchen oder jede, also ob nun romantisch oder freundschaftlich, sich da was anderes rausziehen kann. Das war unser Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr gerne so ein Buch gewinnen möchtet, ich habe 2 zur Verfügung gestellt bekommen und es geht auch schneller. Also es dauert diesmal nicht 5 Jahre, bis ich den Gewinner ziehe und es verschicke, weil es ist schon in Umschlägen. Mir wurde die Arbeit schon unfrankiert. Ja, wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schreibt mal unten in die Kommentare, warum ihr das haben wollt und mit wem ihr das machen wollt. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Arrivederci. Goodbye. Goodbye.